Hi meine Freunde, willkommen zu einem neuen Unboxing. Wie ihr natürlich schon lesen könnt, es geht um einen Stand, sogar mit Ladefunktion und Lüfter. Aber den werden wir jetzt erstmal auspacken. Und hier sieht man auch schon, Moment, ich fokussiere mal eben. Man sieht hier ganz viele chinesische Symbole. Es kam aus China, sieht man auch hier, da steht China. Das hat auch sehr lange gedauert, fast zwei. Ich glaube, 2 Wochen waren das circa. Und man kann sogar hier erkennen, da steht Cooling Color, Cooler Fan for PlayStation 4, PS4. Vertical Control Dual USB Charger. Aber das werden wir jetzt mal auspacken. Dann werden wir das sehen. So. Und ich würde sagen, weil das hier so schön verklebt ist, machen wir einfach mal so. Komm. Die Chinesen, die verpacken alles nur mit Folie anscheinend. Keine Kartons, das ist ja überbewertet. Und es war sogar beim Zoll, aber ich musste zum Glück nichts dafür bezahlen. Lieferung war umsonst. Ich habe das jetzt für 20 Euro gekauft bei Amazon. Also es gibt natürlich verschiedene, aber ich dachte ja, den für 10 weiß ich nicht, ob das wirklich was Wahres ist. Und 40 wollte ich nicht dafür ausgeben. Und habe ich den halt für 20 gefunden. Und dachte ich, ja, okay. Kann ja ganz okay sein. Das ist verpackt, ey. Und auf der Verpackung stand sogar drauf: Gewicht 0,44. Also circa 440 Gramm, würde ich mal sagen. Also fast ein halbes Kilo. Dann mal weg mit dem Müll. So, und hier haben wir das schöne Ding. Moment. Charging Stand. Keep your console steady while vertical with Controller Charging Funktion. Kompatibel mit PS4. Das haben wir Unique Fashion. Passion for Perfect. Super Steady 100% Function. Was steht hier noch Schönes? Don't Modification. So. Und hier kann man sehen, was das genau ist. Aber ich würde sagen, wir packen einfach mal aus. Nicht immer auf die Bilder gucken, sondern auspacken einfach. Wieder weg damit. Immer alles schön auf Seite schmeißen. So. Das ist das schöne Ding. Ja. Fühlt sich auch recht gut an. Hier auch ganz viele Luftlöcher drin. Hier natürlich, da sieht man auch schon das Glänzende von den Lüftern. Die sind beklebt. Hier haben wir das USB-Kabel, was dann in die Konsole nachher reinkommt. Und hier haben wir einmal USB und nochmal. Und hier haben wir einen An- und Ausschalter. Sieht eigentlich so aus wie der Viereck-Button von der PlayStation. Und hier haben wir diese Micro-USB-Anschlüsse. Ja, fühlt sich auch okay an. Werden wir mal gucken. So, dann stellen wir den mal kurz hier hin. Und hier sieht man noch den vorigen, den ich hatte. Mal gucken, was ich mit dem machen werde. Vielleicht werde ich den verschenken an einen Freund, der sie vielleicht gebrauchen kann. Ich glaube, mein kleiner Bruder, der braucht das. Der wird sich wahrscheinlich sehr freuen, weil ja auch seine PS3 kaputt ist. Also zum Teil zumindest. So, dann ziehen wir das mal hier raus. Boah, ist aber hart hier, hartnäckig. Richtig hartnäckig diese Sache hier. So, und man kann natürlich auch schon mal den Skin sehen. Ich hoffe natürlich, ihr habt das schon gesehen, das Video. Ah, man könnte den theoretisch oben reinstecken. Oh, wegschmeißen wollte ich die jetzt nicht. Mein armes Baby hier. So. Aber ich hatte das Gefühl, im alten stand der fester drin. So. Ihr seht ja hier, unten passt der. Oben passt der. Aber ich würde sagen, ich stecke den einfach mal hier unten rein. So. An, aus. Ach. Oh.
So, da sieht man, der sitzt dann fest drinne und der muss natürlich auch. Also der steht ja natürlich nur, da sollte nichts passieren. So, dann versuchen wir mal hier reinzustecken. Drehen wir mal kurz. So. Und wie müssen wir das so rum? Boah, das ging ja ganz locker. Auch ganz locker. Steckt gut drin. Passt, wackelt und hat Luft. So. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir mal ausprobieren. Ich habe auch ein Stromkabel mir hingelegt. Ich habe hier auch immer einen Stromkabel. So, eine Steckerleiste. So, das stecken wir den mal rein. Wo ist er? Ich sehe jetzt nicht, ob das ab. Läuft da was? Nee. So, jetzt habe ich mal angeschaltet. So, man müsste hier das blaue Licht sehen. Geht jetzt an. Also ich spüre schon die Belüftung, aber ich sehe das jetzt nicht. Moment, da gucke ich mal kurz. Ah, okay, doch, ich sehe es. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ist eigentlich recht leise. So, was ich aber eigentlich wissen will, ist, was mit den Controllern ist. Ja, ich glaube, Licht sehe ich da. Moment, kann ich das hier besser sehen? Nee, nicht wirklich. Ich will ja natürlich alles wissen für euch, falls ihr auch sowas haben wollt. Ah, jetzt ist das Licht an. Oder auch nicht. Es war kurz an, ganz kurz aber nur. So, ist jetzt an, blinkt. Jetzt nicht mehr. Warum? Oh, Moment, ich mach mal kurz aus. Mal gucken, ob trotzdem das Ding hier angeht. Hä? Was war das denn? Habt ihr das Rote gerade gesehen? Hier. Er rot, sagte. Ach so, er will sich jetzt erstmal, er will wissen, wer er ist, aber kann ich ihm jetzt nicht sagen. So. Also scheint zu funktionieren. Das rot, gelbe Lämpchen habe ich auch gesehen. Okay, stecken wir sie mal drauf und mal gucken. Also wird auf jeden Fall leiser. Und natürlich sehr gut. Wir haben hier noch zwei zusätzliche USB-Anschlüsse, weil einer ist ja weggefallen. Dafür haben wir den hier unten. Der ist dann der Ersatz dafür und zwei zusätzliche. Also haben wir hier vier Stück jetzt. Und da sehen wir auch hier blaues Lämpchen. Könnt ihr ja auch sehen. Ich sehe es ja auch auf der Kamera. Ist aus, an. Ist wahrscheinlich gut für den Sommer, wenn mal richtig heißes Wetter ist und man will länger zocken. Und natürlich sehr gut, man hat hier auch noch zusätzlich eine Ladefunktion für die Controller, weil ich wollte ja für meine Controller was haben. Und da dachte ich, da gibt es ja jetzt diesen neuen Stand. Sehr cool. Und da würde ich sagen, ich verlinke euch das mal und dann könnt ihr selbst gucken. Vielleicht gefällt euch das und ihr wollt das auch. Also ich werde es jetzt erstmal auf lange Zeit testen und gucken, wie es mir gefällt. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.